Das kann dann auch mal zu Minsk, weil es verkauft werden kann. Was ich mit den 7 Meilenstiefeln anfangen soll. Die Panken, weil ich habe schon 2 von denen. Wir hatten nicht so gute Stiefel, Ätherstiefel. Ätherstiefel sind nicht so besonders. Stiefel der Vermeidung, das ist recht gut für Minsk. Imorn hat Diebesstiefel, die sind auch okay. Und Eri. Ja, das ist eigentlich auch ganz okay. Das heißt, eigentlich sollte ich die Ätherstiefel gegen 7 Meilenstiefel austauschen. Blub. Dann habe ich hier noch Wurmsäbel plus 1 und den Ring. Stecken der Wälder. Wäre eigentlich was für Imoen, oder? Weil sie hat plus 1 auf Kampfstäbe. Der Steck beschwört einen watschenden Komposthaufen. Besondere Fähigkeit, der Träger erhält er minus 3 Verrüstungskasse und erhält außerdem eine Rindenhaut, solange er den Stecken trägt. Ach, kann nur von Druiden verwendet werden, ja, supi. Das wäre dann also was für dich. Ah. Sonst wäre der Stecken ideal gewesen. Ich warte. Nun gut. Streitkolben, Hammer und ein Prunkhahn. Ne, ein Feldharnisch, den können wir gerade nicht identifizieren. Den auch nicht. Den Streitkolben allerdings. Ja, was möchtet ihr? Fragt nur, Hallo erzählt mir mehr Kumpel, davon. machst du ein freundliches Gesicht? Kommen die Soldaten, sind der Abschaum der Straße. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich in der Nähe der Abwasserkanäle rumtreiben. Das fährt ab. Es war mir eine Freude, euch helfen zu können, Fräulein. Warum lungern kommen die Soldaten immer in der Nähe der Abwasserkanäle rum? Vielleicht könnt ihr euch für unsere Hilfe ja erkenntlich zeigen und uns helfen, in Komnir Schloss zu kommen. Nehmen wir die 2. Alles, was ich weiß, sind eigentlich nur Gerüchte. Man erzählt sich, Komnir habe die Zugänge zu den Abwasserkanälen gesperrt, weil die Invasoren hier zuerst eindringen könnten. Aber ich wette, der einzige Grund dafür ist, dass dass man auf diese Weise ins Schloss kommt. Aber die Abflüsse sind versiegelt. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da hereinkommen wollt. Tut mir leid. Ich möchte mich bei euch für das, was ihr getan habt, bedanken. Ich bin ja froh, dass diese Fliegen nicht länger an mir herumgrapschen. Aber jetzt ist es besser, wenn ich mich wieder an die Arbeit mache. So, du bist ein Bürgerlicher, du bist der Bei Wirt. Mir ist das Bier billig. Wir kommen in der Schenke zum Baumstamm. Wollt ihr sehen, was ich anzubieten habe? Die Belagerung hat meine Vorräte ein wenig angegriffen, aber natürlich serviere ich euch gern alles, was Jetzt ich auf Lager habe. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Im Gegensatz zu anderen Leuten hier in der Stadt mache ich ja auch Fremde wie euch nicht für die ganze Schwierigkeit verantwortlich. Wir könnten hier als Edelmann schlafen. Wir hätten hier ein Standardsortiment an Bastardschwerter bis plus 3, oder? Habe ich mich gerade verguckt. Ja, bis plus 3. Langschwert plus 3, Krummwurzschwert, Krummsäbel, Katanas, Speere und Helebarden, Klerikerstecken, Kampfstab plus 3, Klerikerstecken. 1W6 plus 3 und ETW von minus 3 und der Kampfstab hier ebenso. Sodass der Klerikerstecken mehr wiegt. Keulen, Flegel, Streitkolben, Kompositbögen bis plus 3, Langbögen bis plus 3, genauso wie Kurzbogen bis plus 3. Sogar Pfeile plus 3. Uiuiui, schick. Armbrüste, die Immun benutzen könnte, jedenfalls leichte. Inklusive Bolzen plus 3. Oh, Schleuder plus 3. Nee, ich glaube, Harry hat eine bessere. Aber Schleuderkugeln plus 4. Oh, guckt euch mal den Preis dafür an. Ja, gibt sich nicht viel zu dem vorherigen. Rüstungen in allen Formen.
Genauso wie Schilder. Noch ein paar 7-Meilen-Stiefel. Und ein Yamato plus 4. Also der perfekte Ort, um ein bisschen Ballast abzuwerfen. Jedenfalls den billigen Ballast. Bei dem Elfenketten im plus 2 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die Halskette kann weg. So, magischen Fürdefanz, vor allem nicht identifiziert, nehmen wir mal auf. Braucht gerade jemand einen Heiltrank? Nö, dann können die weggepackt werden. So, der Rest geht mal zu Minsk, dass alle anderen einigermaßen freies Inventory haben. Keine große Herausforderung. Ich glaube nicht, dass kommende Leute Eurat hierher eingeladen hat. Sind das wieder Zwerge? Ja. Zwerge und Elfen. Und hier ist sogar eine Dunkelelfen-Kurtisane. Volo, hi. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ah ja, ich hätte nie die, gedacht, dass wir so Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Du verwechselst uns, Volo. Aha, wusste ich doch, dass ihr hier eines Tages auftauchen würdet. Volotemp Gedant sagte ich zu mir, du kannst sicher sein, wo immer Geschichte gemacht wird, sind Thalisa und ihre Gefolge nicht weit. Volo, was macht ihr denn hier? Wer seid ihr? Kenne ich euch von irgendwoher? Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Ja, wir kennen Volo, dem sind wir in Nashkel in Baldur's Gate 1 begegnet. Was macht ihr denn hier? Kommt nun, wie ihr ja sicherlich wisst, bin ich Volo immer dort, wo gerade Geschichte gemacht wird, um die Ereignisse aufzuzeichnen. Man wird nicht zum berühmtesten Historiker-Fan verruhen, wenn man nicht mitten im Getümmel steckt. Natürlich, diesmal bin ich etwas näher daran, als das sonst gemein in der Fall ist. Aber macht euch keine Sorgen um meine Person. Ich finde immer einen Weg, um mich aus kniffigen Situationen zu befreien. Was kann ich für euch tun, Volo? Aber nein, Thalisa, die Frage sollte doch viel eher lauten, was kann ich für euch tun? Ihr Antwort ist ganz einfach. Ich kann euch und eure Gefährten in meinen geschichtlichen Aufzeichnungen verewigen und so unsterblich machen. Hier ist ein kurzer Überblick über das, was ich bisher zum Papier gebracht habe. Aufgewachsen im klösterlichen Abgeschiedenheit von Kerzenburg, entwickelt sich Thalisa aus bescheidensten Anfängen zu einem der mächtigsten Sterblichen, die ihren Fuß nach Tori gesetzt haben. Die Rettung der Stadt Palos Tor, der Sieg über den verrückten Magier John Irenicus, die Bewahrung des Lebensbaums, all diese Heldentaten sind ihr Fußnoten in der Lebensgeschichte von Thalisa, dem größten aller Balkinder. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf meinen Beitrag über eure Taten. Das Ende ist natürlich noch nicht abzusehen und das ist nur ein erster Entwurf. Aber ihr sollt schon mal das Gespür dafür bekommen und das ist noch nicht alles. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch auch eine kleine Vorschau auf das geben, was ich über eure Begleiter zu schreiben beabsichtige. Warum sollte ich etwas über die hören wollen? Er erzählt mir lieber etwas über mich. Selbstverständlich erstmal hören. Über welchen Begleiter möchtet ihr etwas hören? Eri. Jene, die Eri noch als verängstigtes kleines Mädchen kannten, wären Bass erstaunt über die Verwandlung, die sie durchgemacht hat. Es gibt nur wenige Wesen in der Geschichte des Reiches, die über eine derartige Macht auf dem priesterlichen und dem zauberkundigen Feld der Magie verfügen, wie diese kleine Elfin. Imon. Aus den Schatten einer Kindheit in Anonymität, die sie in dem Kloster Kerzenburg verbracht hatte, trat Imon als junge Frau in das Licht der Geschichte. Das Blut eines Unsterblichen pulsiert in ihren Adern und sie verfügt über die Macht einer Erzmagierin. Yahira. Die Kombination aus profunder Kriegsausbildung und festem Druidenglauben macht Yahira zu einem der mächtigsten Wahrer des Gleichgewichts, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Kaedon. Das mächtigste und angesehenste Mitglied des Ordens des strahlenden Herzens in Ferun ist zweifellos Kaedon, ein Kriegsveteran, dessen Taten sowohl in der Allgemeinheit von noch lange nach seinem Ableben in Erinnerung bleiben werden. Niemand könnte Thorm mit größerer Hingabe dienen. Wie ich gehört habe, soll in Akatla bereits ein Denkmal zu seinen Ehren errichtet worden sein. Wow. Und Minsk?
Mit seinem donnernden Gebrüll, seinem mächtigen Schwert und seinem treuen Hamster Bo hat Minsk bis zu einem Eintrag in Ferons Lexikon der wahren Helden geschafft. Ja, ich habe genug gehört. Ich danke euch, Talisa. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, euch mitten in einem Abenteuer zu treffen, das die Reiche in ihrer Struktur verändern wird. Natürlich hoffe ich, eure Geschichte einigermaßen gerecht zu werden. Klar, immer doch, Volo. Gut, wen haben wir hier eigentlich? Wikang und Peltje. Hallo, mein Freund. Ich bin nicht wahnsinnig. Nein, bin ich nicht. Entschuldigung. Das ist ja unglaublich. Ich habe keine Zeit, mich mit euresgleichen zu unterhalten. Entschuldigt bitte. Entschuldigung. Niemand glaubt mir, warum auch, warum überhaupt einen Gedanken an die Tatsache verschwenden, dass es unter uns Monster gibt, die uns jagen, nach all dem, was in Sardusch geschehen ist. Moment, nicht so schnell, wovon redet ihr überhaupt? Ja, ihr habt recht, ich plappere so vor mich hin, nicht wahr? Es ist nur, ich weiß genau, dass sie hinter mir her sind. Sie wissen, dass ich von ihnen weiß. Ich bin in der Nacht nicht mehr sicher und ich kann nicht einmal aus der Stadt fliehen. Wissen von wem? Die Vampire, die Freundenmädchen, jedenfalls einige von ihnen, sie verschwanden, als die Belagerung begann. Niemand wusste, wo sie waren, doch dann tauchten sie wieder auf, verändert. Wegen der Belagerung fiel das niemanden auf, aber es ist wahr, sie gingen hinunter in das alte Gefängnis, dort ist ihr Lager. Ich schwöre, und in der Nacht kommen sie in diese Schenke, um sich an den Gästen zu laben. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Es sterben so viele Leute jeden Tag, ein paar mehr oder weniger, spielen da überhaupt keine Rolle. Auch mich haben sie ins Gefängnis geschleppt, aber ich konnte entkommen. Jetzt sind sie mir auf den Fersen. Ich weiß, ich klinge ein wenig verrückt. Niemand will auf mich hören, aber es ist wahr. Ich bin ein toter Mann. Was wollt ihr dagegen tun? Ich könnte euch beschützen. Ich fürchte mich nicht sonderlich vor Vampiren. Wie seid ihr in dieses Gefängnis gekommen? Wenn sie in die Schenke kommen, um sich zu laben, was treibt ihr dann hier? Oh, ihr seid verrückt. Na dann verschwindet. Wie seid ihr in dieses Gefängnis gekommen? Wie man da hinkommt? Naja, ich denke mal, es genügt eines der Freundmädchen zu engagieren, nicht wahr? Wartet hier in der Schenke, bis sie kommen. Aber was wollt ihr da unten? Ist ja auch egal, ich will gar nichts wissen. Ich werde mir schon ein Versteck überlegen. Entschuldigt mich bitte. Wow, der ist aber flink zu Fuß. Hallo, mein Freund. Wikang. Ah, meine Schwester. Ich hätte damit rechnen sollen, dass es so endet. Nenn mich nicht Schwester. Ich bin nicht mit euch verwandt. Wer seid ihr? Wahrscheinlich einer von Romnias Ballbrudanhängern, nehme ich an. Wikang. Kenne ich euch nicht aus Handelstreff? Vielleicht. Ich war kurz dort zwischen zwei Sprüngen. Zwei Sprüngen? Wovon redet ihr da überhaupt? Ich habe euch doch in Handelstreff getroffen. Ihr seid direkt vor meinen Augen in einem Lichtblitz verschwunden. Zwischen zwei Sprüngen? Wovon redet ihr da überhaupt? Es war der Fluch meines durch Bar verseuchten Blutes. Wenn auch immer ich Angst hatte, wurde ich auf einmal in einen völlig neuen Teil der Welt teleportiert. Das war einem normalen Lebenswandel äußerst abträglich, vor allem als ich gejagt wurde. Gejagt von wem? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss kommen hier finden. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, mit euch zu tratschen. Gejagt von wem? Von anderen Angehörigen der Ballbruch natürlich. Beispielsweise von Yagashura, aber von zahlreichen anderen. Wann auch immer ich gerade da... Wieder so dicht dran. Irgendwelche Schäden diesmal? Ach ja, das Beben gerade eben, weil wieder ein Katapultschlag eingeschlagen ist. Ja, also... Wann auch immer ich gerade dabei war, mir ein Leben aufzubauen, tauchte die Jäger auf und puff, ich springe. Ich würde es teleportieren nennen, es ist nicht sehr angenehm, damit zu leben. Und weswegen seid ihr dann nicht von Saradusch weggesprungen? Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss kommen hier finden. Eine faszinierende Geschichte, aber ich muss sehen, dass ich weiterkomme. Nämlich mal die 1. Es ist schon eine Ironie des Schicksals. Ich bin Melisam bei einer meiner Reisen über den Weg gelaufen. Sie half mir, so wie sie allen Barkindern hilft. Sie half mir, mich selbst zu heilen, sodass ich nicht mehr vor lauter Angst anfange zu springen. Zuerst war das natürlich eine große Erleichterung. Wenn man weiß, dass man jederzeit einfach verschwindet und irgendwo anders auftaucht, dann ist das ziemlich lästig. Aber jetzt bin ich hier gefangen und bete jeden Tag, dass sich mein Fluch wieder manifestiert. Ihr müsst mir nicht sagen, verabscheuen, weil ich euch in diese Situation gebracht habe. Bis hier, wo ich Kromnir finden kann. Ich denke, ich sollte mal zusehen, dass ich weiterkomme. Nehmen wir die 2. Ich kann nicht verstehen, warum ihr euch mit Kromnir treffen wollt. Er ist ziemlich labil. Um nicht zu sagen paranoid. Aber er ist nicht schwer zu finden. Er befindet sich im Thronsaal des Schlosses, wie ich gehört habe. Das ist alles, was ich weiß. Ich warte. Da attackiert jemand eine Ratte. Ja. Das ist Hektan. Ja, und die Kurtisanen hier sehen echt aus wie Vampire. Na, ihr seid aber alle große Männer. Ihr nehmt eure Bestellung auf, wenn ich Zeit habe. Sprecht doch mit dem Wirt, wenn ihr es eilig habt. Mhm.
Was ist mit den Leuten hier? Wenn ich diese Bauernbieter sehe, sträubt sich mir der Bart. Am liebsten würde ich sie mir alle schnappen und irgendwo verbuddeln, wo sie niemand findet. Ich hab gehört, hier hat es so ein unterirdisches Gefängnis gegeben, das sie dicht gemacht haben. Weiß auch nicht warum. Vielleicht sollten sie es wieder in Betrieb nehmen und die ganzen Elfen dort reinstopfen. Ja, Kurtisan. Ihr solltet den Schneider wechseln. Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Ihr zieht Leide, Tuss. Ihr verschwörcht ja meine Kunden. Irgendwas nicht in Ordnung? Na, wenn das kein besonders saftiges Exemplar des zweifeligen Geschlechts ist, warum ziehen wir beide uns nicht für eine Weile zurück? Nur 50 Goldstücke. Ich verspreche euch, ich werde es morgen nicht bereuen.